Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Airborne Kingdom. Ja, unsere Leute sind nicht so wirklich zufrieden mit dem, was wir hier jetzt im Augenblick so haben, ne, wie so unsere Situation ist. Die sind bestenfalls hier noch neutral eingestellt. Wir haben 100 Einwohner, davon sind 8 untätig. Für 17, weitere 17 Einwohner hätte ich Wohnraum, immerhin. Ja. Wir kriegen hier so langsam ein bisschen Problems. Auch hier Auftrieb und so, geht so langsam, aber sicher, kommt auch so an seine Grenzen. Wir müssen dringend Dinge tun. Letzte Folge haben wir schwerpunktmäßig eigentlich damit verbracht, hier den Vogel irgendwie ins Gleichgewicht zu bekommen, zu halten. Und die Schieflage da so ein bisschen zu korrigieren. Ja, da habe ich hier so ein paar Umbauten gemacht, die erstmal nicht so ganz den Erfolg brachten, den ich mir so daraus versprochen habe. Egal, müssen wir durch. Ja. Wir haben aber noch ganz andere Dinge. Ne? Wir müssen da hier auch noch in unserer eigentlichen Geschichte und eigentlichen Auftrag weiterkommen. Wie sieht es denn aus? Kohle? Ist da gerade zufälligerweise ein Kohlevorkommen vorhanden? Zufällig. Dann sollten wir das mitnehmen. Wie sieht es mit Wasser aus? Das dürfte wir auch wieder etwas aufbessern. So, Ventilator verbessert, verringerter Kohleverbrauch. Das kommt wie gerufen. 30%. So, Technologiebaum öffnen. Effizienz ist 1, Sehnsüchte ist was anderes. Wir bräuchten eventuell. Ach, wie ist. Entschuldigung. Eieieiei. Ich hätte gedacht, so ein Schrein wäre nicht schlecht. Verleiht in einem Radius Glaube und erzeugt außerdem Licht. Der die Wege beleuchtet. Ich wollte so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, aber neben den Ressourcen braucht der 5 Arbeiter. Ein Schrein, der braucht 5 Leute. Oder hängt das jetzt damit zusammen, weil ich hier gerade die Kohle abbaue und die jetzt. Das kann natürlich sein. Das ist die. Ja, genau, das gleiche. Geistheiler verleiht in einem Radius Glaube und außerdem Gesundheit für 20. Für 20 Einwohner. Oh. 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 Forschen 16 Stunden. Ich glaube, das mache ich. Ich gucke mal, wo wir das Ding dann letzten Endes hingesetzt bekommen und wie und wo und warum und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Denn einer davon ersetzt 2 Kliniken. Das ist ganz einfach. Das heißt, wenn ich die gleiche Anzahl Geistheiler habe, wie ich jetzt hier Kliniken habe, sollte ich hier nicht in der Luft rumhängen und nichts tun. Achso, ich bin ja noch mit Kohle beschäftigt. Entschuldigung. Ach, das ist fertig. Moment. Ah, da geht nichts mehr. Ja, sag doch gleich. Warte mal. Achso, ja, dann hier. Wasser. Zack, zack. Rupp. Bum, bum, bum. Geht zu. Ressourcen sind knapp. Ne, also wisst ihr jetzt schon, wenn ich das gewuppt bekomme, wäre das natürlich gut. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wie viel Personal braucht so ein Geistheiler da, ne? Wenn die jetzt wirklich 5 Leute brauchen und diese 5 Leute jetzt nicht damit gemeint waren, hier von wegen für den Bau oder so, ne, während da entsprechend Leute benötigt, ist das natürlich eine ganz andere Sache. Aber habe ich hier nicht gesagt, weg? Manchmal. Auch nur manchmal. So, jetzt erstmal hier Wasser und so nachtanken. Und während die damit beschäftigt sind, gehe ich nochmal hier in den Technologiebaum. Momentchen mal.
Also das ist klar, nee, das machen wir auf jeden Fall. Grundlegendes Stadtzentrum. Okay. Also da geht nicht mehr viel. Geschwindigkeit um 20% erhöhen und mehr, also dass wir hier alles mitbekommen, wiederbekommen, wenn wir hier Dinge tun. Sachen abreißen oder verschieben oder dergleichen. Ansonsten sind wir da am Limit hier. Das wäre natürlich noch ein Punkt. Das Tempo zu erhöhen. Ganz klar. Ressourcen. Wasserfilter. Und Windmühle sind beides interessante Geschichten. Lagerung ist ein anderes Thema. Auftrieb, ja, da wäre hier das so ein Punkt und das Ding haben wir ja noch gar nicht. Und hier solche Geschichten natürlich, ne, beziehungsweise hier das hier wäre ein Punkt. Also würde ich hier erst sagen, hier den Kohleverbrauch drosseln und dann die Geschichte. Ähnliches beim Antrieb, da wäre, was haben wir da, die Propeller. Das wäre erstmal auch so ein Punkt, ja, da müssen wir uns da erstmal ranarbeiten. Okay, aber das ist erstmal wichtiger. Da muss ich jetzt andere Prioritäten setzen, das ist ganz einfach so. Und jetzt kann ich hier erstmal wieder den dreifachen Hulupf beantragen. Damit hier Wasser und so, ne, aufgetankt wird. Beziehungsweise, klein Moment hier mal, was mache ich denn jetzt da? Ich mache mal hier Normalgeschwindigkeit. Leuchten war doch so ein Thema. Vielleicht können wir ja den Süchte. Straßenlaternen. Hier so ein bisschen schon mal was bei den Leuten gewinnen, wenn ich hier entsprechende Lampen anbringe. Wo ist es noch duster? Also besonders duster. Man kann ja natürlich nicht irgendwo hinsetzen, die dürfen nichts blockieren oder so halten. Das wäre fatal. Theoretisch könnte ich hier eine hinsetzen. Theoretisch. So, so. Sehr cool. Okay. Hier so ein Lämpchen. Warte, machen wir einfach mal. Nicht lange überlegt. Huch. Zufrieden. Oh. Okay. Glaube für 95 Einwohner durch nahe Gebäude. Gesundheit für 40 nahe Gebäude. Oh. 85%. Achso, die sind noch nicht fertig. Mit dem Bauen. Okay. Das hat sich jetzt Gott sei Dank sehr schnell gewandelt. Sehr überraschend, aber es hat sich entsprechend getan. Okay. So, wie sieht es hier mit Wasser aus? Ich musste das ganz kurz mal hier so ein bisschen unterbrechen. Oh. 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 Da, weg. So, wie viel haben wir? Immerhin über 200. 207. Quatsch, übersehe. Ah, mit dem falschen Film hier. 156. Naja, okay, besser als nichts. So. Ich bin ein bisschen unkonzentriert im Augenblick. Sorry. Weil mir irgendwie so 1000 Sachen gleichzeitig irgendwie durch den Schädel gehen. Das haben wir hier untersucht. Da war irgendwie nichts mehr. Die Brücke haben wir. Wie weit kann ich hier rauszoomen? Da ist alles soweit erledigt. Hier haben wir nichts mehr offen. Da ist die Karte zu Ende. Wir müssen uns in dieses Gebiet hier begeben. Da hilft nichts.
Das heißt, wir haben hier schon unser fliegendes Dorf in die richtige Richtung manövriert und müssen uns jetzt nur noch auf den Weg machen. So. Nur 80% der Wege beleuchtet. Ja, immerhin. Mehr wäre mir lieber, aber ich wüsste jetzt auf die Schnelle nicht. Wie ich da jetzt noch weitere Beleuchtungskörper hinbekomme, so dass das auch Sinn macht. Ja, also nicht irgendwo irgendwelche Sachen anbringen, sondern das sollte schon Sinn machen. Da haben wir alles gefunden. Glas 55, 100 Eisen, 42 Einheiten Lehmziegel, das ist ganz gut. Holz haben wir eigentlich immer genug. Ja komm, wenn sich da gerade anbietet, nehmen wir mal hier so das Lehmvorkommen mit. Ups. Da arbeitet aber schon. Ja, die sind teilweise noch mit den Lampen beschäftigt, ne? Kann das sein? Die sind alle fertig, so wie ich das sehe. Oder? Habe ich da was übersehen? Oh, und hier ist alles nicht. Na gut, dann. Drei Untätige? Was habe ich gemacht? Ach, 15, 8. Ah, die werden für das Forschungsprojekt. Alles klar. Okay, dann habe ich das doch richtig verstanden. Also für das Forschungsprojekt brauchen wir alleine 5 Leute. Okay. Alles klar. 3 Elemente, 8 Bruder, Bügel tätig, Minarette tätig, Glashütten. Okay. 4 an den Kondensatoren tätig. Okay. Genau, ich guck mal gerade. Wir haben eine Kapazität von 230, aktuell Wasser geht natürlich minus 0,3 Bauernhöfe, minus 2,4 Arbeiter und plus 0,9 pro Stunde durch die Kondensatoren. Also da bräuchten wir noch deutlich mehr von den Teilen, um da eine wirkliche positive Geschichte zu haben. So, heißt natürlich, Wasser ist wieder mal ein Thema. Ein absolutes Thema, und wenn ich mir angucke, wo wir hier gerade darauf zusteuern, dann ist Lehm, glaube ich, mein geringstes Problem. Hilfe, wir brauchen Wasser. Hier ist nichts mehr in der Nähe, ne? Wir brauchen wirklich Wasser, wir kommen damit nicht allzu lange hin. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich die lange Durchstrecke darunter mit 124 Liter bewältigen soll. Cool. Gerade noch entdeckt das Teil. Ah, maximal 3. Forscht mal ein bisschen schneller. Verdammt. Ah, sehr schön. Geistheiler erforscht. Verleiht in einem Radius. Okay, Technologiebaum öffnen. Wir pausieren mal ganz kurz. So. Ressourcen. Okay. Wasserfilter. Lagerung? Nee. Auftrieb? Ja. Genau. Kohleverbrauch um 60% in 64 Stunden. Moment, ich habe den Propeller. Den habe ich, genau. Ja. Sind nur 30%, aber in 16 Stunden, und wir müssen den auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir das schon mal. Immerhin 30% weniger, besser als nichts.
Und dann nehmen wir den erstmal mit. Okay. Bevor ich dann die andere Geschichte da mit den 64 mache. So. Kliniken tätig. Achso. Augenblick. Oder beziehungsweise sogar den hier. Wenn ich... Ach, ich... Die brauchen dann auch da 5 Leute für... Ja, Moment. Augenblick. Brauchen 5 Leute. Die beiden binden jeweils 3 Arbeitskräfte. Das heißt, wenn ich die beiden hier wegreiße, habe ich 6 Arbeitskräfte und habe dann den Bedarf von 5 Arbeitskräften bei gleicher Leistung, sag ich mal so. Dann... Warte mal, wie machen wir das jetzt am schlechtesten? Ich speichere erstmal. Das erstmal als erstes. So. Dann das Teil abreißen. Das Teil abreißen. Dann wo war's? Sehnsüchte dort. Geistheiler. Das passt sogar hier rein. Ist ja geil. Moment. So. Einmal. So, ja, genau. Okay, dann abreißen. Abreißen. So. Sehnsüchte. Glaube und Gesundheit für 20 Einwohner. Genau. So. Ach, für diesen... das habe ich jetzt nicht bedacht. Das Ding funktioniert anders. Verdammt. Sind aber immer noch zufrieden. Gesundheit für 40 Einwohner durch nahe Gebäude. Ja dann. Ja dann, wenn das so ist. Wie sieht's hier aus? Ich habe noch 2 Untätige. So. Okay. Mai. Ja, da muss ich dann nochmal beim nächsten Mal muss das hier näher ransetzen, glaube ich. Ja, das mache ich dann aber offscreen, dass ich dann hier versuche, irgendwie die Sache hier so irgendwie zu platzieren. Das muss ich dann anders machen. Ja.
Okay. Zukunftsmusik. So, Wasser, 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 Wasser. War das mit Wasser? Gibt es da noch Wasser? Wir dürfen. Achso, ich habe hier den dreifachen Urlaub wieder ausgeschaltet. Aus Gründen. Das wird lustig werden mit der langen Reise darunter. Auf jeden Fall. Aber immerhin, Gott sei Dank, ne, obwohl das jetzt hier nicht so zentral liegt, trotzdem haben die sind die Zufriedenheit gegeben und hier eine für 40 Einwohner und bla bla bla. Ist schon mal nicht schlecht. Wenn ich jetzt noch mal entsprechend Leute finde hier für die Geistheiler, dann könnte ich noch zwei weitere Gebäude dahinsetzen. Allerdings würde das natürlich dann auch die Einwohnerzahl entsprechend hochreißen. Naja. Das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Man kennt das. Wir haben 143 Liter Wasser. Beziehungsweise jetzt wieder 140. Der Verbrauch ist nicht gerade gering. Ein neuer Tag fängt an. 146. Wie viel ist da noch unten zu bekommen? 70, 67. 150. Es geht wieder runter. Macht hier ne. Leute warten, wir müssen weiterfliegen. Ich bin ja schon auf Maximum. Wir machen sich die drei fehlenden Flieger mal bemerkbar. Zum Glück ist da noch einiges zu holen. 52 immerhin. Und da ist auch wieder die Folge vorbei. Ja. Das war jetzt vielleicht nur so mäßig spannend. Ich weiß nicht, wie unterhaltsam das Ganze war. Aber es ist, es sind halt so die Aufgaben, vor die man hier so gestellt wird. Und das kann ich nicht immer ausblenden. Wie gesagt, das hier, das mache ich jetzt hier noch so fertig. Und ich werde mich dann auch offscreen da mal so ein bisschen hier mit dem Hin- und Her-Geschiebe mit dem Geistheiler da so ein bisschen drum kümmern, damit wir das ein bisschen optimaler platziert bekommen. Gucken wir mal. Ansonsten bedanke ich mich natürlich für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Ganz lieben Dank auch für dich, für deine. Ganz lieben Dank auch dir für deine Unterstützung. Brauche ich sehr, hilft mir sehr. Und ich hoffe und denke, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Und genießt die Zeit.